Bisher war Sigmaringen ein Idyll in der Schwäbischen Alb. 17.000 Einwohner, kaum Arbeitslose, reichlich Touristen. Doch seit der Ort eine Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge hat, ist die Ruhe gestört. Die Polizei verzeichnet einen starken Anstieg von Straftaten. Viele begangen von Asylbewerbern. Okay, wunderbar. Danke dir. Also zur Info, die Zivilkräfte haben im Prinzenpark eine zehnköpfige Personengruppe ausgemacht. Was genau vorliegt, kann ich gerade nicht sagen, aber wir treffen uns dann mit den anderen. Im Visier der Fahnder stehen heute Flüchtlinge aus Gambia. Sie sind bereits Polizei bekannt, wegen Drogenkonsum und Diebstahl. Sprecht ihr Deutsch? Ja. Ja? Ja. Habt ihr Ausweis dabei, oder? Was? Habt ihr Ausweis dabei? Ja, Passport? Ja. ID-Karte? Heute scheint der Westafrikaner aber nur ziemlich betrunken. Ja, er kann gerade noch so stehen hier. Ja, er nimmt mich aber noch wahr. Er konnte seinen Ausweis vorzeigen. Hey, hey, stay hier, stay hier, okay? Stay. Stay hier, okay? Stay hier. Hallo. Hey. Kurz erwarten. Everything okay, okay? Kurz stark sein. Ja. Das Problem ist vielleicht, dass die irgendwelche Gegenstände mit sich führen, die vielleicht nicht erlaubt sind. Was ist los? Kurz warten, ist gerade Kontrolle. Ah, mit Kontrolle. Ja, Kontrolle. Nein, ist nein, voll, oder? Kontrolle, alles gut. Ja, nein. Ja schon, komm. Nein, nein, nein. Kurz hier stehen bleiben. Haben Sie etwas geraucht? Nein, ist okay, ist okay. Alles okay? Ist okay, ja. Wollen Sie in ein Krankenhaus? Nein, nein. Alles gut? Okay. Okay, dann kannst du gehen. Diesmal gibt es nichts zu beanstanden. Ein Großteil der Flüchtlinge verhält sich ohnehin korrekt. Strafrechtlich auffällig ist nur eine kleinere Gruppe von Asylbewerbern in der Erstaufnahmeeinrichtung. Intensivtäter, die vor allem aus den Maghreb-Staaten und aus Westafrika kommen. Während landesweit die Zahl der tatverdächtigen Flüchtlinge sinkt, steigt sie in Sigmaringen stark an. Das sorgt auch unter den übrigen Heimbewohnern für Unmut. Wenn irgendjemand ihnen eine Arbeit anbieten und sie mehr unterstützen würde, dann würden sie nicht klauen und nicht randalieren und auch keine Einbrüche begehen. Die meisten Probleme werden hier vor allem von Marokkanern verursacht. Diese Leute schaden dem Image aller Marokkaner. Es sind nur 8 oder 10 Leute, die das machen. Wenn ich etwas einkaufen gehe, sagen die Leute zu mir, ihr klaut immer und macht nur Probleme. Aber hier gibt es auch viele marokkanische Familien, die friedlich leben und dazu gehöre ich. Die Leute, die klauen, haben keine Arbeit, kein Geld und keine Bildung. Die können deswegen nichts anderes machen. Ein Hotspot der Kriminalität ist der örtliche Bahnhof. Am Abend treffen wir hier eine Gruppe junger Männer aus Algerien und Marokko. Alle befinden sich im Asylverfahren, einige besitzen keine Papiere. Sie behandeln uns wie Hunde. Nein, lass mich die Wahrheit sagen. Bruder, wir bekommen hier alles, was wir zum Leben brauchen. Nur wenige Sachen fehlen uns. Wir schlafen hier, duschen und bekommen Essen. Und dazu sogar Geld. In meinem Land kriegst du nichts. Das ist die Wahrheit. Nein, ich habe gehört, in Essen bekommt man schon nach 3 Monaten eine Wohnung zugewiesen. Hier nicht. Das ist das Problem. Wir warten hier seit 1,5 Jahren. Ein Flüchtling in einer Erstaufnahmestelle bekommt monatlich rund 140 Euro Taschengeld. Sie haben uns doch dazu angestachelt, kriminell zu werden und Diebstähle zu begehen. Sie lassen mich hier seit 1,5 Jahren warten. Damit stiften Sie uns doch an. Das Flüchtlingslager in Sigmaringen ist das Schlimmste in ganz Deutschland. Doch Frust gibt es auf beiden Seiten. Während sich die einen über schleppende Asylverfahren beschweren, klagen die Einheimischen über ein verloren gegangenes Sicherheitsgefühl in der Stadt. Und die offiziellen Zahlen geben ihnen recht. Laut Kriminalstatistik sind die Straftaten in Sigmaringen um 10% gestiegen. Das häufigste Delikt? Ladendiebstahl. Auch das Schuhgeschäft von Jessica Lauf ist ein beliebtes Ziel der Delinquenten. Vor allem die Ecke mit den Sneakers eines amerikanischen Herstellers. Genau, wir haben jetzt überall bloß nur die linke mit der Sicherung. Und alle rechte haben wir jetzt im Lager, einfach weil Nike wird der meiste geklaut. Nike ist die Marke, wo bei uns immer geklaut wird und deswegen haben wir keine andere Möglichkeit mehr gesehen, als einfach die linke bloß nur im Lade zu lassen und alle rechte wegzutun.
Im vergangenen Jahr wurde Ware im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Dokumentiert von der Überwachungskamera. Wenn in dem Moment gerade keiner guckt, dann wäre die Schuhe in die Jacke oder in die Hose dann reingesteckt. Der bückt sich da nur. Genau, und jetzt steckt er sich die Schuhe in die Hose und in die Jacke rein. Also laut der Polizei war es auf jeden Fall auch ein Marokkaner. Der guckt dann nochmal, ob man es sieht. Und da hat er es. Genau, jetzt tut er es nochmal verdecken mit der Hand und zur Seite schieben und dann verlässt er den Laden. Ja, genau. So der Ablauf zum Diebstahl. Einer, der dieses Handwerk quasi zum Beruf gemacht hat, ist Hassan Dahmani. Der Algerier lebt seit 14 Jahren hier. Wenn er nicht gerade auf Beutezug geht, bewohnt er ein WG-Zimmer. Hier ist mein Zimmer. Da liegen sehr viele Papiere rum. Das hier ist eine Anzeige wegen Essendiebstahls. Was ist passiert? Nix. Ich hatte kein Essen, dann bin ich Essen klauen gegangen. In Deutschland muss man Essen klauen. In Algerien muss man das nicht machen. Auch in Tunesien und Marokko nicht. Selbst in Afrika macht man das nicht. Essen ist immer überall auf der Welt. Hier zwingen sie mich, Essen zu klauen. Wegen seiner zahlreichen Straftaten soll der geduldete Asylbewerber eigentlich abgeschoben werden. Doch dafür fehlen die Papiere. Also macht er weiter. Diesen Tabak hier klaue ich immer. Ich habe da sonst kein Geld für. Dahmani bekommt vom Staat zusätzlich zur Unterkunft auch finanzielle Zuwendungen auf Sozialhilfeniveau. Klauen ist für ihn eine Art Nebenverdienst. Ich klaue nicht jeden Tag. Aber es macht mir mittlerweile Spaß. Ja, ich klaue so zum Spaß. Das ist nicht mein Beruf. Und schon trudelt das nächste amtliche Schreiben ein. Diesmal kommt es vom Polizeipräsidium in Konstanz. Wenig überraschend, es geht um ein weiteres Ermittlungsverfahren. Offenbar hat es Dahmani mit den Gesetzen mal wieder nicht so genau genommen. Doch wirklich beunruhigt ist er nicht. Das ist wieder wegen eines Diebstahls. Es geht um eine Jacke. Aber ich gehe einfach zur Caritas. Die können mir eine Stellungnahme schreiben. Der Rechtsstaat scheint machtlos. Und deshalb formiert sich mancherorts eine neue Form des bürgerlichen Widerstandes. Dieses Haus liegt nur wenige Minuten von der Landeserstaufnahmestelle entfernt. Das stört den Besitzer. Bei Ralf Fessler hat sich ein regelrechter Fremdenhass entwickelt. Und den hält er fest, auf Video. Man hört jetzt wieder schön. Er ist alleine auf der Welt. Und diese Lautstärke haben wir bei Tag und bei Nacht. Jetzt kommt er hier am Zaun vorbei. Jetzt hört man es noch mal kurz und dann ist er gut weg. Und durch das, dass die Schlafzimmer oder das Haus natürlich am Berg steht, haben wir natürlich die Schlafzimmer in diese Richtung. Anders geht es ja nicht. Und das filme ich natürlich, versuche das dann dem Ordnungsamt mal zu geben oder auch der Polizei. Natürlich sind das keine Verbrechen, aber auf Dauer ist das natürlich Terror. Für uns ist das Terror. Ich ertrage das einfach nicht mehr. Ich hab die Sippe hier am Haus. Ich kann die Leute nicht mehr sehen. Ich ertrage es einfach nicht mehr. Ich werde mein Leben lang nicht mehr in diese Länder reisen, die mich hier letztendlich nachts tyrannisieren. Der Fliesenhändler war mal CDU-Mitglied. Vor 3 Jahren trat er aus Protest gegen Merkels Flüchtlingspolitik aus. Seine Stimme gehört nun der AfD. Dann haben wir hier nochmal ein Video. Der Reggae Master, also sehr entspannt. Vermutlich kommt er aus Jamaika. Hat ja schließlich keinen Pass dabei. Dann haben wir hier die nächste Variation. In dieser Straße zu wohnen ist eine Demütigung, ist ein Wahnsinn. Und das auch zu sehen. Das zu sehen ist das eine, das zu hören nachts und dann auch noch das Erlebte in sich zu tragen. Die fühlen sich hier wie zu Hause. Möchte ich so nicht haben, möchte ich nicht erleben. Möchte auch hier nicht mehr leben und die Stadt wird ihren Tribut dafür zahlen. Sigmaringen kommt an seine gefühlte Obergrenze. Bürgermeister Thomas Scherer hat bereits das Land Baden-Württemberg um Hilfe gebeten und einen Brandbrief geschrieben. Die These, die man durchaus durch die Statistik bestätigt sieht, lautet, wenn ein Asylbewerber merkt, dass sein Verfahren wohl abgelehnt wird oder wenn sein Verfahren abgelehnt ist,
dann ist seine, ich sage jetzt mal, seine Bleibeperspektive so gering und gegen null, dass er eigentlich nichts zu verlieren hat und sich deshalb auch nicht unbedingt mehr, ja, ich sage jetzt mal, positiv verhalten muss. Die Polizei bei ihrer abendlichen Runde. Wieder wird ein Asylbewerber kontrolliert, wieder ein junger Mann aus Gambia. Für ihn war die Flucht nach Deutschland der einzige Weg aus der Armut. Seit 2 Jahren lebt er in Deutschland. Wie es aussieht, darf er bleiben. Führen Sie etwas mit sich? Drogen oder Ähnliches? Messer? Nein, nein. Darf ich gucken? Fast die Hälfte aller aufgeklärten Straftaten in Sigmaringen geht von Flüchtlingen aus. Das hat Auswirkungen auf die Kontrollen. Warum kontrollieren Sie ihn jetzt gerade? Er kommt von Richtung Bahnhof, milieuspezifischer Ort, Brennpunkt für uns. Von daher kontrollieren wir. Ja. Everything es ist alright. Alles okay. Okay. Yeah. Sie machen hier nur Ihre Arbeit, das ist gut. Wenn ich die Leute hier so sehe, vertraue ich ihnen auch nicht. Das Land Baden-Württemberg hat jetzt einen Sonderstab im Innenministerium eingerichtet. Die Aufgabe: die schnelle Abschiebung besonders krimineller Ausländer.